Bernstein, jetzt kommt Juppie. Sie, Bernstein. Bequem. Zu hell zum Schlafen. Koffer. Koffer. Rudi, was soll das denn? Ich kann überhaupt nicht einschlafen. Was? Dann zähl doch einfach Schafe. Was denn für Schafe? Na, Schafe. Ist doch kein Grund, Sachen runterzuschmeißen. Was kann ich denn dafür, wenn die Sachen immer runterfallen? Was ist denn hier los? Ich hab Schafe gesucht. Ach, was denn für Schafe? Der Koffer hat's gesagt. Ich? Ich habe gesagt, du sollst Schafe zählen, weil du nicht einschlafen kannst. Zum Schafe zählen muss man ja erstmal welche finden. Hier sind aber keine. Es geht ja auch nicht um echte Schafe. Man soll sie sich nur vorstellen und dann zählen. Das ist eine Methode, um wieder einzuschlafen. Ach, Rudi, warum kannst du denn nicht einschlafen? Weil da so komische Schatten sind, die so aussehen wie so... Wie denn? Von so komischen Viechern. Was denn für Viecher? Mit so Krallen. So Monster. Oh nein. Glück gehabt. Dass das ganze Zeug hier auch immer noch rumsteht. Bin mit den Fotos eben noch nicht fertig geworden. Dann musst du eher anfangen. Rudi, guck mal. Das bin ja ich. Mhm. Komm. Komm, ich bring dich jetzt ins Bett. Ja. Was denn? Da! Rudi, das ist nur ein Ast. Komm. Monster gibt. So Schlafmonster, die immer nachts kommen. Rudi, es gibt keine Monster. Und schon gar nicht hier im Laden. Guck lieber mal nach. Also hier ist nichts. Tja. Hier ist auch nichts. Und in der Küche? Hier ist auch nichts. Siehst du, weit und breit keine Monster. Aber auch keine Schafe, natürlich. Das habe ich auch nie behauptet. Meinst du, du kannst jetzt schlafen? Vielleicht verstecken die sich aber und kommen dann raus plötzlich. Rudi, wenn sie rauskommen, dann musst du sie einfach verjagen. Dann verschwinden sie von selbst. So ein Blödsinn. Warum heißt es eigentlich Angsthase und nicht Angstrabe? Such du lieber deine blöden Schafe. Gute Nacht. Gute Nacht, Koffer. Gute Nacht, Siebenstein. Gute Nacht. Schlaft schön und träumt was Schönes. Ja.
Koffer! Siebenstein, es ist da! Siebenstein! Rudi, was ist denn? Das Schlafmonster! Es ist da! Rudi, es gibt keine Monster. Sie haben's doch gehört! War bestimmt der Wind. Nee. Weißt du was? Du schläfst heute Nacht bei mir. Ja, gut. Aber der Teddy muss auch mit. Vielleicht verjagen. Mhm. Du musst keine Angst haben, Rudilein. Du bist nämlich der größte Mutrabe. Genau. Und deshalb verjage ich jetzt das Schlafmonster. Und dann fange ich das und... Soll ich wirklich? Mhm. Na gut, dann tu ich's jetzt. So, eine super Falle. Ha, wenn das Schlafmonster kommt, dann stößt es an den Löffel und dann peng. Na? Traust dich wohl nicht, hä? Komm doch! Mist! Fast hat es geklappt! Aber ich krieg dich noch! Rudi. Ha, jetzt kannst du kommen, du Monster. Das wird eine super laute Riesenschreckfalle. Es kommt. Telefon. Ins Bett. Aber ich muss für das Schlafmonster noch eine Schreckfalle bauen. Du bist das einzige Schlafmonster, das hier herumwütet und alle anderen vom Schlafen abhält. Komm jetzt. Käsefalle mit extra Monster-Fotoblitz.
olles Monster? Riechst du schon meinen leckeren Käse? Den willst du doch bestimmt fressen, oder? Jetzt probier doch endlich! Hilfe! Siebenstein! Rudi? Rudi! Es ist gekommen! Rudi, wo? Da! Wo? Hallo! Hast du das gehört? Was denn? Hallo! Da ruft doch jemand! Hallo! Nicht Siebenstein! Das Monster! Wer bist du denn? Na, ich bin Bille. Wo ist denn dieses schreckliche Schlafmonster? Ah! Da ist das Monster! Wo denn? Das ist doch Rudi. Was? Kein schreckliches Schlafmonster? Was, ich? Ich bin doch kein Schlafmonster. Nein, Rudi ist kein Schlafmonster und Monster gibt es hier nicht. Ich hab's aber genau gesehen. Es war ganz scheußlich, mit riesigen Stacheln. Meinst du das? Ja, genau. Das ist der Schatten von Bille. Darf ich auch mal sehen? Soll ich sein? Ich hab doch gar nicht so hässliche Haare. Du hast hübsche Borsten. Was machst denn du hier überhaupt so, hä? Na, ich hab ein ruhiges Plätzchen zum Schlafen gesucht, weil draußen so ein Sturm war. Sonst schlafe ich ja immer im Efeu. Aber du schläfst doch gar nicht. Du kriechst hier immer rum. Wie soll man hier auch schlafen bei so viel Lärm? Aber der Käse ist sehr lecker. Allerdings. Ich glaube, ich suche mir jetzt doch lieber draußen was zum Schlafen. Der Sturm hat sich ja verzogen. Das ist auch viel besser so. Warte, ich helfe dir, ja? Ja. Gute Nacht, Rudi. Tschüss. So, kleine Raupe, hier ist es schön trocken. Dann schlaf schön, kleine Raupe. Ja, danke. Der Käse war sehr, sehr lecker. Gute Nacht. Gute Nacht. Rudi? Gute Nacht. Schon im Nest? Ja. Dann schlaf gut, mein Monsterjäger. Ist was passiert? Nichts, nichts. Rudi hat einem Monster nur eine Schreckfalle gestellt. Was, eine Schreckfalle? Ja. Gute Nacht, Koffer. Mit Käse. Leider. Käse? Träum was Schönes. Aber was denn für ein Monster? Ich. Och, wie soll man denn da schlafen? Oh.
spät in der Nacht. Ich zähle jedes Schaf. Ich zähle ganz brav und find doch keinen Schlaf. Wie schön wär's zu träumen von einem fernen Land, wie's war am Südpol oder im Wüstensand. Er kann nicht schlafen und er weiß nicht wieso. Was soll er nur tun? Er findet keine Ruhe. Um mich rum nur noch Schafe. Wo kommen die her? Na, vom Zählenkoffer. Dieses blöde Geblöke. Ich ertrag es nicht mehr. Auch ein Koffer muss schlafen. Doch das fällt so schwer. Bin umzingelt von Schafen. Wo kommen die her? Vom Zählen. Er will endlich schlafen. Er will seine Ruhe. Mir fallen die Schnallen vor Müdigkeit zurück. Guten Abend, gute Nacht. Los, Koffer, schlaf ein. Der Sandmann ist da. Guck zur Ladentür rein. Was ist los mit dir, Koffer? Ach, was hast du denn bloß? Ich kann nicht schlafen. Ich hab den Mitternachtsblues. Auch ein Koffer muss schlafen. Wir wollen unsere Ruhe. Uns fallen die Augen vor Müdigkeit zu. Und wir träumen uns alle was Schönes herbei. Ich träum von Käse. Und wir von Hawaii. So, jetzt aber endlich schlafen.